Hallo Leute, heute machen wir eine Harry Potter Crème Brûlée. Für die, die jetzt in den Filmen das Rezept suchen gehen, das Rezept ist nicht in den Harry Potter Filmen drin, sondern es ist die Autorin, die es auf dem Dreh erfunden hat und dann eben auch gekocht hat. Dau, 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 dau. Zuerst muss man den Ofen auf 100 Grad vorheizen. Danach müsst ihr eine Vanilleschote aufschneiden mit dem Messer und danach mit dem Messer die Samen rausnehmen. In der nächsten Etappe müsst ihr eine Kochplatte auf 4-5 stellen, dann Milch, dann Creme und danach kommt dann noch die Vanilleschote und dann müsst ihr alles noch verrühren. Das Ganze müsst ihr kochen lassen, bis es blubbert. Danach müsst ihr in einer Salatschüssel das Gelbe vom Weißen trennen und das Gelbe in die Schüssel reintun. Mit dem Weißen könnt ihr Meringue machen. Danach müsst ihr 200 Gramm Zucker in die Salatschüssel reintun und das Ganze verrühren. Wenn die Vanillevorbereitung auch schon fertig ist, dann könnt ihr sie durch ein Sieb in die Salatschüssel reintun. Dann sind wir auch schon fast fertig, also jetzt müsst ihr nur noch die Creme in so Muffin-Vorlagen reintun. Die Creme kommt dann in den Ofen rein. Und zwar bei 180 Grad für 30 Minuten. Nach den 30 Minuten könnt ihr sie dann eben rausnehmen, aber nur wenn es eben oben schon ein bisschen härter ist und dann eben Zucker draufschütten. Das Ganze kommt dann in den Ofen, bis es karamellisiert. Wenn es dann karamellisiert ist, könnt ihr es dann rausnehmen und noch ein bisschen abkühlen lassen.